Merhaba. Deutsche Verben Almanca fiiller bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde Almancada çok kullanılan fiillerden geben, nehmen, schenken, auspacken, sich bedanken fiillerini öğreneceğiz. Fiillerimize geçmeden önce Almancada bulunan altı zamanı kısaca bir hatırlayalım. Present, şimdiki zaman ve geniş zamanda kullanılmaktadır. Preteritum, şimdiki zamanın hikayesini anlatmak için kullanılır. Bu zaman yazı dilinde, radyo, tv, kitap, makale vesairede de kullanılır. Perfect, dili geçmiş zaman, daha çok konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Futur bir, gelecek zaman için kullanılmaktadır. Önceden planlanmamış, gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumlarda isteklerden ve tahminlerden söz edilirken kullanılır. Futur 2, gelecekte bitmişlik zamanı diyebiliriz bu zamana. Yani bir işin belirlenmiş gelecek zaman diliminde bitmiş olması gerektiğini anlatan bir zaman kalıbıdır. Plusquamperfect Mişli geçmiş zaman veya geçmişin geçmişi olarak düşünebiliriz bu zamanı. Yani geçmişte iki olay oluyor fakat bir olay diğer olaydan daha önce gerçekleşiyor. İlk fiilimiz giyben, vermek, uzatıp vermek, teslim etmek anlamına geliyor. Giyben düzensiz bir fiildir. Präsent, ich gebe, ben veriyorum. ich gebe, ich gebe, Präteritum, ich gab, ben wiederholen, ich gab, ich gab, Perfekt, ich habe gegeben, ben verdim. ich habe gegeben, ich habe gegeben. Tekrar edelim. Ich gebe. Ich gebe. Ich gab. Ich gab. Ich habe gegeben. Ich habe gegeben. Futur bir ich werde geben. Ben vereceğim. Ich werde geben. Ich werde geben. Futuriki? Ich werde gegeben haben. Wann war Ich werde gegeben haben. Ich werde gegeben haben. Plusquamperfekt? Ich hatte gegeben. Wann war Ich hatte gegeben. Ich hatte gegeben. Tekrar edelim. Ich werde geben. Ich werde geben. Ich werde gegeben haben. Ich werde gegeben haben. Ich hatte gegeben. Ich hatte gegeben. Örnek cümlemize geçelim. Ich Gebe den Vögeln Futter und Wasser. Kushlare jem vesuvediorum. delim. ich gebe den Vögeln Futter und Wasser. Ich gebe den Vögeln Futter und Wasser. Diarbiornik, Gymnemis, ich weiß nicht, wie ich das Problem lösen soll. Kannst du mir bitte einen Ratschlag geben? Ich weiß nicht, wie ich das Problem lösen soll. Kannst du mir bitte einen Ratschlag geben? Ich weiß nicht, wie ich das Problem lösen soll. Kannst du mir bitte einen Ratschlag geben? Başka bir örnek cümlemiz. Kannst du mir bitte die Fernbedienung geben? Bana uzaktan kumandayı verebilir misin lütfen? Tekrar edelim. Kannst du mir bitte die Fernbedienung geben? Kannst du mir bitte die Fernbedienung geben? Diğer bir fiilimiz nehmen almak anlamına geliyor. Nehmen düzensiz bir fiildir. Präsens ich nehme. Ben alıyorum. Ich nehme. Ich nehme. Präteritum ich nahm. Ben aldım, alıyordum. Ich nahm. Ich nahm. Perfekt ich habe genommen. Ben aldım. Ich habe genommen. Ich habe genommen. Tekrar edelim. Ich nehme. Ich nehme. Ich nahm. Ich nahm. Ich, 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 ich habe genommen. Ich habe genommen. Futur bir Ich werde nehmen, ban Ich werde nehmen. Ich werde nehmen. Futuriki, ich, ich, ich werde genommen haben, ban Ich werde genommen haben. Ich werde genommen haben. Plusquamperfekt ich hatte genommen. Ban al ich hatte genommen ich hatte genommen ich werde nehmen ich werde nehmen ich werde genommen haben ich werde genommen haben ich hatte genommen ich hatte genommen, ich hatte genommen. Örnek cümlemize geçelim. Sie treibt jeden Tag Sport und nimmt verschiedene Protein- und Nahrungsergänzungsmittel zu sich. Ist das denn gesund? Her gün egzersiz yapıyor ve çeşitli protein ve gıda takviye ürünleri alıyor. Bu sağlıklı mı? Tekrar edelim. Sie treibt jeden Tag Sport und nimmt verschiedene Protein- und Nahrungsergänzungsmittel zu sich. Ist das denn gesund? Sie treibt jeden Tag Sport und nimmt verschiedene Protein- und Nahrungsergänzungsmittel zu sich. Ist das denn gesund? Ich würde gerne eine Portion Schnitzel und ein glas wasser nehmen schnitzel wie bierbarde suistiorum ich würde gerne eine portion schnitzel und ein glas wasser nehmen ich würde gerne eine portion schnitzel und ein glas wasser nehmen die arbeit schenken. hediye etmek anlamına geliyor. Präsens ich schenke. Ben hediye ediyorum. Ich schenke. Ich schenke. Präteritum ich schenkte. Ben hediye ediyordum, hediye ettim. Ich schenkte. Ich schenkte. Perfekt ich habe geschenkt, ban hedje item. Ich habe geschenkt, ich habe geschenkt. Tekraedilim, ich schenke, ich schenke, ich schenkte, ich schenkte. Ich habe geschenkt, ich habe geschenkt. Ich habe geschenkt. Futurbir, ich werde schenken. Ban hedie ich werde schenken. Ich werde schenken. Futuriki, ich werde geschenkt haben. Ban hedie ich werde geschenkt haben. Ich werde geschenkt haben. haben. perfekt ich hatte geschenkt. Ban hedje ich hatte geschenkt ich hatte geschenkt teklaridilim ich werde schenken ich werde schenken ich werde geschenkt haben ich werde geschenkt haben ich hatte geschenkt ich hatte geschenkt meine Schwester hat mir zum Geburtstag eine sehr tolle Bluse und eine Strickjacke geschenkt. Ablam doğum günüm için bana çok harika bir hediye etti. Tekrar Meine Schwester hat mir zum Geburtstag eine sehr tolle Bluse und eine Strickjacke geschenkt. Meine Schwester hat mir zum Geburtstag eine sehr tolle Bluse und eine Strickjacke geschenkt. Der Film auspacken. Die Pakete, Ambalajı açmak anlamına geliyor. ich packe aus. ban açıyorum. Ich packe aus. Ich packe aus Präteritum ich packte aus Ban ich packte aus ich packte aus perfekt ich habe ausgepackt Ban ich habe ausgepackt ich habe ausgepackt ich packe aus, ich packe aus, ich packte aus, ich packte aus, ich habe ausgepackt, ich habe ausgepackt. futur ich werde auspacken, ban açacağım, ich werde auspacken, ich, werde auspacken. ich werde auspacken. ich werde ausgepackt haben. ben, ich werde ausgepackt haben. ich werde ausgepackt haben. Plusquamperfekt, perfekt. ich hatte ausgepackt. ben, ich hatte ausgepackt. ich, hatte ausgepackt. ich hatte ausgepackt. Ich werde auspacken. Ich werde auspacken. Ich werde ausgepackt haben. Ich werde ausgepackt haben. Ich hatte ausgepackt. Ich hatte ausgepackt. Ich habe zu meinem Geburtstag ganz viele Geschenke bekommen und sie gleich ausgepackt. Ich habe zu meinem Geburtstag ganz viele Geschenke bekommen und sie gleich ausgepackt. Ich habe zu meinem Geburtstag ganz viele Geschenke bekommen und sie gleich ausgepackt. Die viele sich bedanken. Teşekkür etmek" anlamına geliyor. Sich bedanken reflexiv bir fiildir. Präsens: Ich bedanke mich. Ben teşekkür ediyorum. Ich bedanke mich ich bedanke mich präteritum ich bedankte mich ben teşekkür, ediyorum, teşekkür ettim. ich bedankte mich ich bedankte mich perfekt ich habe mich bedankt ben teşekkür ettim. ich habe mich bedankt ich habe mich bedankt ich bedanke mich ich bedanke mich ich bedankte mich ich bedankte mich ich habe mich bedankt ich habe mich bedankt futurbir ich werde mich bedanken Ben -E ich werde mich bedanken ich werde mich bedanken futuriki ich werde mich bedankt haben bante chekriet mich ich werde mich bedankt haben ich werde mich bedankt haben Plusquamperfekt. perfekt ich hatte mich bedankt ich hatte mich bedankt ich hatte mich bedankt ich werde mich bedanken ich werde mich bedanken ich werde mich bedankt haben ich werde mich bedankt haben ich hatte mich bedankt ich hatte mich bedankt. geçelim. Ich möchte mich bei Ihnen für Ihre Hilfe und Unterstützung bedanken. Yardımlarınız ve için size teşekkür edelim. Ich möchte mich bei Ihnen für Ihre Hilfe und Unterstützung bedanken. Ich möchte mich bei Ihnen für Ihre Hilfe und Unterstützung bedanken. Bugünkü dersimizde geben, nehmen, schenken, auspacken, sich bedanken fiillerini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.